Es ist relativ unwahrscheinlich, dass du neue Kunden oder Geschäftspartner oder Mitarbeiter gewinnst, wenn du es nicht schaffst, die Brücke zu anderen Menschen schnell zu bauen. Deshalb zeige ich dir heute ein sogenanntes Zwiebelschalenmodell für Smalltalk, um noch schneller einen guten Zugang zu anderen Menschen zu bekommen. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des X-Group-Instituts für Gründung, Finanzierung, Geschäftsentwicklung. Und zu uns kommen nicht nur Menschen, die sich selbstständig machen wollen, wachsen wollen oder ihr Unternehmen verkaufen wollen, sondern die auch persönlich mehr Erfolg haben wollen in der Kommunikation, in der Akquise, im Vertrieb. Und ein häufiges Thema ist natürlich, schnellstmöglich Zugang zu bekommen zu neuen Menschen. Denn das ist die Voraussetzung, die Reichweite zu vergrößern, das persönliche Netzwerk zu vergrößern, Multiplikatoren aufzubauen, Bezugsgruppen zu gewinnen, Stammkunden zu gewinnen und schließlich auch irgendwann neue Mitarbeiter zu gewinnen. Doch in der Schule wird es selten gelernt, wie du vernünftigen Smalltalk machst, also die Einstiegsphase, die oberflächliche Einstiegsphase in einen Beziehungsaufbau. Das, was die meisten Menschen draußen erleben, ist das, was der Preuße früher erlebt hat, wenn er den Bayern im Wald getroffen hat. Die waren sich sofort Spinnefeind. Und so ist es auch häufig draußen, dass wir bei anderen Menschen nicht genau wissen, ist er Freund oder Feind. Und Smalltalk, das ist die oberflächliche, gefahrlose Kommunikation über belanglose Themen. Um den anderen aber über nonverbale Kommunikation, über deine Art des Fragestellens, des Zuhörens und vor allen Dingen über deine Stimmenführung zu zeigen, hey, ich bin ein Freund. Ich bin so wie du, wir sind uns sympathisch, daraus kann mehr werden. Und deshalb ist auch der erste Schritt, diese Brücke zu bauen, zwischen zwei vielleicht sich unbekannten oder spinnefeind fühlenden Menschen zu bauen. Der erste Schritt für diese Brücke ist es, indem man an der Oberfläche der Zwiebel kratzt und nicht gleich zum Kern der Sache zu kommen. Welche Probleme haben Sie? Möchten Sie von wem erst kaufen? Das ist zu schnell. Genauso wäre es zu schnell, wenn du in eine Gaststätte gehst und zur ersten Frau dich hinsetzt und sagst, mein Name ist Herr Müller, ich würde Sie gerne heiraten. Nun, da gibt es eine Ablehnung, da gibt es einen Korb und diese Körbe kriegen viele Menschen auch draußen. Das Zwiebelschalenmodell, das hilft dir aber, dass du zunächst mal in der ersten Schale ganz außen dich um den Kontext kümmerst und guckst, was gibt es hier für Themen, die als Einstieg geeignet sind. Der Vortrag, auf dem ihr wart, wie hat Ihnen der Vortrag gefallen? Was sagen Sie zum Essen? Ganz schön heiß heute. Dass du also an der Oberfläche hier Fragen stellst. Das Wichtige ist, wenn du nun in der äußeren Schale unterwegs bist, dann mach nicht den Fehler, dass du denn zu dir wechselst, was den meisten passiert, wie toll sie sind, was sie gerade erlebt haben. Nein, wiederhole das andere Gesagte, wiederhole das, was dein Gegenüber mitgeteilt hat. Stelle sicher mit einer Paraphrase, dass du ihn richtig verstanden hast. Wenn ich es richtig verstanden habe, hat Ihnen der Vortrag auch nicht gefallen. Und dann bleib mit dem anderen im Gespräch über sich selbst. Nach einer gewissen Zeit wird sich dann, und das kriegst du mit, die Möglichkeit geben, in die zweite Zwiebelschale einzudringen. Zum Beispiel der Profession. Was machen Sie beruflich? Hat sich das beruflich hergeführt heute, das Thema, den Vortrag, weshalb Sie hier sind? Und dann redest du mit dem anderen über ihn und seinen Beruf. Und schließlich kommt dann irgendwann die dritte Zwiebelschale, sein Hobby beispielsweise, dass er Tennis gerne spielt am Wochenende, dass er jetzt noch zum Fitness muss. Und wenn du auch mit ihm weiter über diese vierte Schale dann sprichst, dann reingehend in seinen Urlaub, dann stehst du in der vierten Schale in seinem Urlaubsbereich und hast häufig den Zugang in die fünfte Schale, zum Beispiel seine Familiensituation, womit seine Frau und Kinder in Urlaub fährt. Und wenn du dieses Prinzip weitermachst, mit dem anderen über sich selbst redest, respektvoll den anderen berücksichtigst in seinem Wertesystem, denn er hat mit Sicherheit viele schlechte Erfahrungen auch schon gemacht und sich einfach gelernt zu schützen. Dann wirst du nach einer gewissen Zeit an sein Wertesystem herankommen, an seine Wünsche, seine Sorgen, seine Nöte. Und erst wenn du das hast, seine Leidenschaften oder seine Leidensdruckthemen, nun dann kannst du auch sehen, ob du dann Möglichkeiten bieten kannst für gemeinsame Schnittstellen der Zusammenarbeit oder eben Dienstleistungen oder Produkte zu vermitteln. Entweder weil du selbst du hast, oder weil du jemand aus deinem Netzwerk hast, der seine Probleme lösen kannst. Über diese Art und Weise der respektvollen Kommunikation, mit Fragen, mit beim anderen bleiben, sicherstellen durch Paraphrasen, den anderen richtig verstanden zu haben, aktives Zuhören. Und wenn du das Ganze noch merkst und zu Hause dir das vielleicht auch aufschreibst, denn vielleicht wird dieses Gespräch der Zwiebelschalen nicht in einem Tag, in einem Abend bis zum Kern führen, sondern über Tage, Wochen, Monate, vielleicht sogar Jahre, dann ist es hilfreich, wenn du es irgendwann aufschreibst, irgendwo zu Hause in den CRM einträgst, denn dein Gehirn, das ist gut drin im Vergessen und auch das ist wichtig, es zeigt auch Respekt, wenn du das aufschreibst und in einer Woche darauf, nach diesem Erstgespräch, ihn dann fragst, wie sein Tennisturnier am Wochenende war. Zusammengefasst ist also gut und schnelle Freundschaften aufzubauen, kein Geheimnis, nicht was in die Wiege gelegt wird, sondern es bedarf Interesse am anderen, Zuhören,
die eigenen Emotionen zu managen und nicht ständig über sich selbst zu reden, was man selbst so toll findet. Und dann noch gut organisiert sein, das irgendwo niederzuschreiben, wo du es wiederfindest. Und du merkst schon, also ein guter Netzwerker, der fällt nicht vom Himmel. Das ist ein Mensch, der viel Zeit, Geld und auch Gehirnschmalz investiert hat in sein Netzwerk. Und so ist es leicht, auch irgendwann 300, 3000, 30.000 Menschen in der Reichweite aufzubauen und zu organisieren. Mit Social Media noch viel leichter. Aber der erste Einstieg, der erste Kontakt, der erste Smalltalk-Bereich, die ersten Fragen, die du stellst, nun, die entscheiden darüber, ob dein Gegenüber dir erlaubt, mehr von ihnen erfahren zu dürfen. Die erste Schale entscheidet dann, ob du in die zweite Schale kommst. Und je nachdem, wie dich da verhältst, kommt die dritte, vierte, fünfte, sechste und schließlich zum Kern der Persönlichkeit. Solltest du hierbei Fragen haben, Unterstützung brauchen, um deine Vertriebs- oder Kommunikationsfähigkeiten zu optimieren, beispielsweise auch deine Persönlichkeit besser zu verstehen, so lade ich dich ein für ein kostenfreies Erstgespräch. Gerne können wir dann auch einen Persönlichkeitstest anbieten, deine Stärken und Interessen noch besser ersichtlich machen, dass du weißt, wo du genau daran arbeiten darfst. Gerne aber kannst du jetzt auch unseren Kanal abonnieren und uns weiterempfehlen. Ich wünsche dir nun viel Erfolg mit dem Zwiebelschalenmodell, dass deine Smalltalk-Gespräche nicht nur Spaß machen, sondern dass sie ein Fest sind für den Gegenüber, die sich freuen, einen so interessierten Menschen zu finden, der du dann sein wirst. Viel Erfolg, dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du dieses Video zu Ende geschaut hast. Gerne darfst du diesen Kanal abonnieren oder auch weiterempfehlen. Möchtest du gerne ein Erstgespräch haben, um deine Fragen zur Gründung, Finanzierung oder beruflichen Entwicklung zu klären, so findest du hier auf dieser Seite einen Gutschein. Mit diesem kannst du ein kostenfreies Erstgespräch vereinbaren, 45 Minuten an der Dauer, entweder in Berlin, in meiner Beratungspraxis oder auch gerne am Telefon. Bis zum nächsten Mal.